Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute wieder über ein Thema über die Zähne. Wir reden heute wieder hier über unseren Mundapparat und wie entscheidend hier eine ganzheitliche Sichtweise dazu ist für den ganzen Bewegungsapparat, für den Kauapparat, für das Verhindern von ganz, ganz vielen Problematiken, Schmerzen, Tinnitus, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und, und. Der Zahnarzt ist heutzutage wirklich einer der ganz bedeutsamen Schlüsselstellen meines Erachtens, was aber leider noch viel zu wenig meiner Erachtens auch wahrgenommen wird. Das ist mein Appell. Die Dame, die heute da ist, sorgt dafür, dass immer mehr Ärzte und Zahnärzte ausgebildet werden in dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise. Und deshalb dürfen Sie die nachfolgenden 30 Minuten als Vorlesung betrachten, wo wir alle viel, viel lernen dürfen. Wir legen gleich los, bleiben Sie dran. Und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast vorstellen. Sie ist Professorin, sie ist Ärztin, sie ist Zahnärztin und sie kommt aus Bregenz. Ganz herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Irmgard Siemer. Habe ich schön gesagt, hä? Ja, danke. Sehr gerne, sehr gerne. Also danke, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute wieder so einen ganzheitlichen Abriss gibst über die Bedeutsamkeit der Zähne. Bitte gerne. Ja, danke nochmal für die Einladung. Die Zähne, wir fangen jetzt, nachdem wir uns ja über die Funktionalitäten dieses Kausystems schon unterhalten haben, einmal beim Einzelzahn wieder an. Und der Einzelzahn, dieses Wunderwerk, das hier im Alveolarfortsatz, also in dem Kieferknochen steckt, in die knöchernen Strukturen und versorgt wird von Blutgefäßen, von Lymphgefäßen, von Arterien, von Venen, die diesen Zahnnerv, diese Zahnpulpa versorgen und in ständiger Wechselwirkung natürlich auch mit dem Gesamtsystem der Durchblutung des Herz- und Kreislaufsystems stehen und dadurch auch Auswirkungen im Zahn oft eben darauf zurückzuführen sind, dass die Durchblutung zum Beispiel prinzipiell schon etwas unter Stress steht, beziehungsweise wir der Meinung sind natürlich, dass fast alle Symptomatiken im Kausystem mit Druck und Stress zu tun haben. Und wenn Sie sich hier diesen Apex zum Beispiel, das ist diese Wurzelspitze, wo die Blutgefäße eigentlich in diese Zahnpulpa einströmen, wenn das unter Druck gerät, dann ist es irgendwie verständlich, dass die Durchblutung auch da in Mitleidenschaft gezogen wird und es damit auch zu Entzündungen in der Zahnpulpa, in dem Zahnnerv führt, das dann die üblichen Zahnschmerzen erklärt bzw. aktiviert. Dass dieser Zahn, der bestehend aus der Zahnkrone und der Zahnwurzel und dem sogenannten Alveolarknochen, also dort, wo der Zahn drinnen steckt, von ganz vielen elastischen Fasern aufgehängt ist, also diese sogenannten trapezischen Fasern, die Sie hier wie so eine Netzstruktur eigentlich sehen. Das heißt, der Zahn ist hochelastisch eigentlich aufgehängt, also befindet sich in einem elastischen Zustand zwischen dem Knochen und dem Zahn durch diese zahntrapezischen Fasern und damit reagiert er natürlich auch sehr sensibel auf Druck und auf Stellreflexe, zusätzlich noch zu den üblichen vorher schon angesprochenen Verbindungen von Kiefergelenk, Muskulatur und Okklusion und Bisslage. Auch dieser Einzelzahn, der Zahnkrone, Tendin, Zahnpulpa, Zahnwurzel sind auch wieder eine funktionelle Einheit natürlich, die im Gesamtsystem integriert ist. Und wenn diese Symptome zeigt, wie zum Beispiel Zahnschmerzen, dann kann man auch hier wieder auf Suche gehen, auf ganzheitliche Suche und schauen, welche Mitursachen außer der üblichen zahnmedizinischen Diagnostik vorhanden sind. Ich habe extra noch nicht weitergedrückt, weil ich zwei Fragen habe, weil ich sehe es so ein schönes Bild und es ist ja eigentlich schon ein Kunstwerk. Es ist es, ja. Wann redet man von einem toten Zahn? Wenn ich diesen Zahn jetzt da drin sehe, in diesem Gefäß drin, was funktioniert nicht mehr, wo man dann sagt, das ist ein toter Zahn? Das kommt dann in der nächsten oder übernächsten Folie. Der Zahn ist eben dann tot, wenn diese Zahnpulpa, dieser Nerv,
nicht entsprechend versorgt werden konnte oder eben oben in der Zahnkrone Karies entstanden ist und das eine Entzündung der Zahnpulpa auslöst und die zerfällt dann einfach. Aber wir werden das dann gleich sehen auf dem nächsten Bild. Und die zweite Frage, wenn du diesen Zahn jetzt rausziehen würdest, dann sind ja noch so viele Gefäße, alles da, sterben die einfach ab und entsteht da dann nicht ein Gift letztendlich, was unseren Organismus auch tötet oder eigentlich auch beeinträchtigt. Denn wenn ja diese Wurzeln, die ja noch da sind, noch nicht mehr gebraucht werden, ist doch das eigentlich ein Verwesungsakt, oder? Ja, das kommt drauf an. Ich meine, wenn das eine normale, unter Anführungszeichen, Zahnextraktion ist, dann heilt das einfach, wie eine Schnittwunde einfach heilt, oder? Und je nach Zustand des Systems natürlich, wenn der schon vorher Entzündung gehabt hat, dann besteht natürlich die Möglichkeit, wie wir im nächsten Bild sehen, dass es nicht optimal abheilen kann und dann eben zu verschiedenen Begleitsymptomatiken führt, wie diese wurzelbehandelten Zähne und Herde und Störfelder. Aber vielleicht gehen wir noch ins nächste, wenn wir von der Entzündung, Da ist jetzt hier so ein üblich bekannter Eiterzahn, dargestellt. Der hat hier eine chronische Entzündung. Das ist so ein Sack fast, eine entzündliche Reaktion der Zahnpulpa, der Zahnspitze. Da ist natürlich die Pulpa abgestorben, hier gezeichnet durch Karies, die einfach den Schmelz und das Dentin schädigt und damit auch den Nerv schädigt und auch wieder als Wechselwirkung umgekehrt und dann zu einer Entzündung in der Umgebung dieses Zahnes schon führt. Und das ist dann natürlich eine Entzündung, wenn man den Zahn jetzt extrahiert, gibt es eben dann auch verschiedene Messmethoden dazu, die das dann praktisch verifizieren können, ob dieser Zahnherd eigentlich so lokalisiert ist und das Gesamtsystem nicht so stört oder ob der Fernwirkungen hat, wie wir auf diesem Bild sehen, gibt es von diesem sogenannten Eiterzahn oder von dieser chronisch entzündeten Zahnumgebung, Parodontitis oder sonstige Bezeichnungen für Entzündungen rund um den Zahn, Fernwirkungen, die sich in verschiedenen Organsystemen dann eben niederschlagen. Das hat uns auch Zahnärzte dazu geführt, dass wir mit Elektroakupunktur oder anderen bioenergetischen Messmethoden uns beschäftigt haben, weil wir eigentlich wissen wollten, ist der Zahn jetzt an den Gelenksbeschwerden schuld? Ist der Zahn an den Herzbeschwerden schuld? Und das kann man natürlich mit einer üblichen schulmedizinischen Diagnostik oft nicht verifizieren, weil da noch andere Informationssysteme im System stecken, die wir dann eben benutzen können, um da mehr Aufschlüsse zu bekommen, ob dieser Zahn eben an diesen Beschwerden schuld ist. Inzwischen wissen wir natürlich, da kommen wir dann später noch darauf, dass jeder Zahn, entzündete Zahn, auch Auswirkungen eben aufs Gesamtsystem hat und wir Ordnungssysteme haben, wie es die Mundakupunktur zum Beispiel bietet, um da auch noch einmal diagnostisch und therapeutische Rückwirkungen zu erzielen. Also, ich sehe jetzt das Bild und sehe auch die Knie. Und bei mir war das irgendwo ungefähr vor 10 Jahren, musste ich per Notfall ins Spital, weil mir das Knie so angeschwollen ist, dass ich wirklich sehr starke Schmerzen hatte. Die haben das operiert, ins Labor geschickt, alles Mögliche, und sie haben nichts herausgefunden. Sie haben keine Bakterien gefunden, sie haben keine Herde gefunden, sie wissen nicht, warum aus mein Knie geschwollen ist. Wir haben das analysiert gehabt selbst und festgestellt, es müsste der tote Zahn gewesen sein. Haben den gezogen, die Sache war erledigt, ist nie mehr was gekommen. Und ich finde das ein Wunder, diese Zusammenhänge. Aber es ist noch nicht in der Schulmedizin angekommen. Die suchen am Knie das Problem, aber das Problem ist nicht das Knie gewesen, sondern ein Triggerpunkt der Zähne. Und ich finde das haarsträubend, dass man nicht die Ursache sucht. Nach wie vor nicht. Ja gut, die Ursache ist eben eigentlich etwas schwierig, weil ja die Systeme so miteinander vernetzt sind, dass es eigentlich eine Ursache-Wirkung, wie wir das eben uns wünschen und wie du das an dem Beispiel erklärt hast, plausibel ist. Aber es ist eben nicht immer der Fall, weil die Systeme so vernetzt sind und daher Einzeldiagnostiken und eine umfassende Diagnose eigentlich oft schwierig ist. Und darum sind wir sehr
glücklich, dass wir zum Beispiel in solchen Fällen mit der Mundakupunktur, die eben dieses Herd- und Störfeldgeschehen lokal und auch fernwirkungsmäßig erfassen kann, indem wir die Verbindung von dem störenden Zahn zu dem störenden Organ oder Gelenk harmonisieren können und einerseits auf Sofortwirkungen verweisen können und andererseits aber auch auf Begleitung, da man das immer wieder so lang harmonisiert und entstört, dass das System Möglichkeiten hat zu heilen, wie es eben auch die Neuraltherapie zum Beispiel macht, aber vor allem natürlich wir mit der Mundakupunktur diese erklären können. Mhm. Aber eben das Schwierige ist diese Ursache-Wirkung, oder? Mhm. Also mir kommt spontan auch ein paar Dutzend Ärzte in Sinn, die sagen mir immer wieder, wenn sie einen Krebspatient haben, also zuerst muss der zum Zahnarzt, bevor ich anfange zu agieren, muss der Patient zuerst zum Zahnarzt. Wenn ich weiß, dass dort alles okay ist, fange ich an. Und das finde ich eben auch, also da ist das Bewusstsein ja schon da, dass hier oben diese Triggerspunkte sind. Und trotzdem, es wird nach wie vor in der großen Masse belächelt. Und das ist das Schade. Und du zeigst uns das so schön anhand diesem Bild, dass ein einzelner Zahn unglaublich viele Baustellen öffnen könnte. Danke. Ja, ich meine, das ist einfach diese, also einerseits wird es als Silent Inflammation bezeichnet. Das ist natürlich jetzt Inflammation. Ja. Aber dass Entzündungen Systeme belasten, beziehungsweise sie herausfordern, ihre Kapazitäten zu entwickeln, um zu heilen oder praktisch diese Symptomatiken zu verbessern, es ist ja an sich Schulmedizin, oder? Mhm. Und wenn natürlich chronische Belastungen hier sind, dann wird das System und das Immunsystem natürlich immer wieder entsprechend gefordert, weil das ist ja praktisch mit dem Herd beschäftigt und kann andere Kapazitäten nicht aktivieren. Und darum sind eben solche spontanen Remissionen, wie du gerade erzählt hast, möglich, wenn man praktisch jetzt diesen Entzündungsherd ausschaltet und damit andere Systeme wieder regenerieren und heilen können. Aber heißt das wirklich auch in vielen chronischen Krankheiten, ist eigentlich, müsste man darauf achten und schauen, ob ich hier was ausschließen könnte, was aus den Zähnen heraus entsteht? Ja, das wäre, und auch wieder eine Rückwirkung. Es kann ja sein, dass das Knie schon immer latente Entzündungen gezeigt hat, theoretisch, ja, weil wir ja unsere individuellen Schwächen mitbringen und das dann mit zu einer Zahnsymptomatik geführt hat und umgekehrt. Also dieses Wechselwirkungsdenken und diese Biokybernetik oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen, ist einfach wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir mit der Ursache-Wirkung alleine eben nur in so gezielten Fällen weiterkommen, die uns natürlich bestärken, dass diese Zusammenhänge gegeben sind, aber natürlich nicht müssen. Und darum ist es oft sehr aufwendig, sozusagen dahinter zu kommen. Und darum ist es auch schwierig, oft in der Praxis das zu praktizieren, oder? Tja, ja, weil man halt die Kausalität auch nicht immer sofort erkennt, oder? Ja, genau. Ich gehe mal eins weiter. Aber was vielleicht noch wichtig ist, da kommen wir nachher auch zum Stress, wir gehen dann, glaube ich, noch eine zurück, dass es ja immer übergeordnete Systeme gibt, die Heilung ermöglichen, oder? Und hier auf diesem Bild ist zwar an sich auf Karies, auf Pulpitis, auf Herde, auf Störfelder der Fokus, aber wieder oben dieser Zahnkontakt, ja, diese Okklusion, diese Okklusio, diese Schlüsselstelle, die eben sich sowohl auf die Durchblutung als auch auf das Lymphsystem, als auch auf das Immunsystem, auf die HWS, auf die Atem, aufs Atemzentrum und so weiter auswirkt. Ja. Mhm. Also oberstes, also Ausspruch eines sehr berühmten Neuraltherapeuten, Rainer Wander, der sein ganzes Leben lang Herde und Störfelder neuraltherapeutisch behandelt hat, spricht auch vom Hauptstörfeld Kiefergelenk und meint dann aber nicht die entzündliche Komponente, vielleicht gehen wir noch eines zurück, weil da habe ich das versucht aufzuschlüsseln, ja, dass einerseits entzündliche Komponenten gibt für diese Herde und Störfelder, wie Zahnfleischentzündungen, Zahnschmerz, Wurzelbehandlungen, aber eben auch funktionelle, weil wenn der Druck zu groß ist, und das betrifft natürlich auch die Stresslast im Kausystem, das durchaus geeignet ist, aber da kommen wir beim nächsten Mal drauf, Stress zu verarbeiten und die Druck, Stress zu verarbeiten und bearbeiten, aber dass es dann eben zum Störfeld wird, wenn das hier hängen bleibt, weil es eben die Durchblutung
kontaminiert das Lymphsystem und die ganze Stressabwehr, die einfach mit diesen Parametern zusammenhängt. Und darum ist es funktionell, schon vor die Entzündung ist oder parallel, darum ist immer funktionelle Therapie mit Entlastung, mit Entspannung, mit Aktivierung vom Lymphsystem oder Schmerztherapie, wie wir es aus der Akupunktur kennen, immer sinnvoll, weil das eben das Gesamtsystem zunächst einmal zumindest harmonisiert und Kapazitäten aktiviert, die eben für alles unter Anführungszeichen nützlich sind. Ich möchte gerne nochmals zu diesem Bild gehen und hier noch das Thema aufwerfen, wo ich mal durch den Dr. Lechner gehört habe. Ich habe es auch im Vorfeld dir schon gesagt, aber ich möchte das gerne nochmals erwähnen. Ich habe gesehen, es gibt über 10.000 schulmedizinische Studien zu Rheuma, wo man festgestellt hat, dass die getriggert werden durch sogenannte Rantes-Herde. Und sehr häufig sind die Rantes-hohen Werte im Bereich der Mundgegend zu finden. Man hat irgendwie 5000 Studien zum Brustkrebs, zum Prostatakrebs. Mein Gott, alle diese chronischen Erkrankungen findet man den Zusammenhang mit Rantes, wo häufig in der Mundregion ist. Und wenn ich das sehe, wie bedeutsam diese Mundregion ist für unsere Gesundheit, dann ist doch... Wer ist denn verantwortlich, dass das einfach mal kontrolliert wird, ordentlich, und zwar über eine saubere Anamnese, damit ich sicher sein kann, dass irgendwelche chronischen Problematiken in meinem Körper hier beim Zahnarzt richtig behandelt werden? Und da frage ich mich echt, weil es ist kein Thema. Ich meine, du machst ja das, hast mir gesagt, eine saubere Anamnese, aber ich kann doch nicht zum Zahnarzt gehen und einen Bogen ausfüllen. Haben Sie Rheuma, haben Sie Brustkrebs, haben Sie dieses oder jenes? Das hat sich in der Schweiz noch nicht eingebürgert, diese Frage. Ja, aber vielleicht müsste man eben da wirklich in der Schweiz, da gibt es ja die Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin. Die gibt es schon sehr lange. Die Ann-Marie Stettbacher hat ja damals gegründet, auch mit dem Kreis der Neuraltherapeuten in der Schweiz. Und die würden eigentlich schon auch diese Vorgangsweise unterstützen, beziehungsweise würden sich darum kümmern, denke ich. Aber es müsste ja eigentlich Standard sein, dass der Zahnarzt eigentlich nicht nur ein Zahnarzt ist, sondern ein Arzt, der versucht, den Körper als Ganzes zu sehen, den Mensch als Ganzes. Und wenn er Probleme hat, eine kausale Überlegung macht, hat das einen Zusammenhang mit den Zähnen? Und wenn ja, schaue ich es mir an. Und wenn nein, ist es ja gut, okay. Aber wenn diese Randeswerte hier ja da wären, zum Beispiel, oder Triggerpunkte irgendwelcher Art und Weise, dann kann ja das nur der Zahnarzt analysieren. Und das macht nicht der Urologe, das macht nicht der Orthopäde, sondern das macht der Zahnarzt. Ja, aber es geht eben um die Zusammenarbeit, oder? Mit den einzelnen Fachgebieten. Tja. Oder? Weil man ja auch nicht als Zahnarzt, also ist man ja beschränkt, unter Anführungszeichen, wie du gesagt hast, ist man einfach auf diesen Kauapparat und das Kausystem ausgerichtet, aber wissend natürlich um die Auswirkungen, vor allem speziell um die Halswirbelsäule. Aber es geht natürlich schon darum, das interdisziplinär dann zu behandeln und auch zu sehen. Ja, ja, oder das Verständnis, das Verständnis zu entwickeln. Ja. Ja. Mhm. Gut, haben wir noch eine Folie? In diesem Zusammenhang, ich glaube, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Dann bleiben wir hier noch ein bisschen hängen, weil das ist schon wirklich eine ganz beeindruckende Folie, kann mich gar nicht satt sehen, wo einfach die Bedeutung eines Zahnarztes in einen ganz, ganz großen Kontext bringt. Wie viele Zahnärzte lassen sich schon so ganzheitlich behandeln oder nicht behandeln, eigentlich ausbilden? Etabliert sich dieses Wissen? Ja, wir sind immer wieder damit beschäftigt, ja, vor allem eben durch meine Vorlesungen in Wien auf der Zahnklinik und auch in Graz, dann die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten auf den Fachhochschulen, wo wir auch bei anderen Gebieten, Salutogenese zum Beispiel, oder auch an der Donau-Universität in Krems natürlich diese ganzheitlichen Blöcke unter Anführungszeichen in den Unterricht mit einbringen. In den Unterricht der Ausbildung oder genau. Ist das eigentlich in der Weiterbildung? Beides. Beides. Also dann wird das universitäres Wissen für die Ausbildung, das heißt die künftigen Zahnärzte kennen dieses Modell und die Zusammenhänge. Ja, sie kennen es, aber es ist wahrscheinlich eben aufgrund des Zeitmangels und der Lehrpläne immer noch schwierig, dass man das integriert, aber es wird auf jeden Fall, es wird schon sehr lange versucht. Ja. Weil ich kenne nach wie vor sehr viele Ärzte, die lächeln darüber,
über diese Modelle, diese Zusammenhänge, dass der rechte Zahn unten links einen Zahn hat mit dem linken Knie und so weiter, obwohl es ja diese Darstellung, diese Bilddarstellung ja schon Jahrzehnte gibt, diese Zusammenhänge, aber es wurde eigentlich nie so richtig anerkannt. Aber das ist anerkannt heute. Ja, wir sind eben sehr stolz, eben darauf verweisen zu können, dass eigentlich eine eigene Doktorarbeit von mir und das natürlich mit meinem Praxispersonal, mit meinen Praxisbefunden Doktorarbeiten gibt. Aber besonders haben wir jetzt im letzten Jahr, haben wir auf der Klinik in Wien, habe ich drei Doktorarbeiten betreut, genau mit diesen Zusammenhängen Muskulatur und Untersuchungsmodus, wie es eben üblich ist in der Zahnmedizin oder in der CMD-Behandlung. Und diese Doktorarbeiten haben eben auch bewiesen, dass eben diese Beschwerdebilder, weswegen die Patienten nach die Kiefergelenksambulanz der Klinik in Wien gekommen sind, sich einerseits Studien parallel mit Akupunktur, mit Übungen, mit Entspannungsübungen und die andere Gruppe hat eben einen Equalizer verwendet, also ein elastisch Aufbiss Trainingsgerät, wo man das Kiefergelenk entlastet hat. Und alle drei Arbeiten, Studenten, die auch jetzt beim letzten Zahnärztekongress in Wien in der Hofburg vorgetragen wurden, haben statistisch signifikante Erfolge beziehungsweise eben Ergebnisse, dass eben diese Spannung der Kaumuskulatur mit all diesen Stresssymptomatiken einfach zahnbezogen auch wissenschaftlich dokumentierbar ist. Ich gratuliere ganz herzlich. Das ist wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Sache, was ich da gerade höre und bin froh darüber, dass das wirklich sich etabliert hat. Also danke ganz herzlich für diese Arbeit, Betreuung und diese Aufklärung in diesem Zusammenhang. Und ja, danke auch für diese Sendung. Danke auch, danke für Ihr Interesse. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir erkennen alle jetzt ein bisschen mehr, dass unser Kauapparat, unsere Zähne, unser Gebiss, unsere Mundhöhle ein Riesenschatz ist, ein beeindruckendes Werk, ein faszinierende Sache ist, im Zusammenhang steht mit allen unseren Organen und Körperstellen. Und wenn wir irgendwo gesundheitliche Probleme haben, dass wir immer auch ein bisschen daran denken, könnte es auch hier oben die Ursache sein? Und das dann bitte mal auch beim Zahnarzt zu besprechen, bevor man dann wirklich Hand und Fuß reinsetzt und Operationen und Behandlungstherapien umsetzt, wo jetzt einfach die ganze Zahnregion vergessen gegangen ist. Ich würde es einfach mal auch mit dem Zahnarzt besprechen. Und das war das Ziel dieser Sendung, Ihnen diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.